Urushi bezeichnet zum einen das Material als solches und auch ist es ein Begriff für die Technik. Das sind also transluzente Schichten, die je mehr und je dünner ich sie aufbaue, desto mehr haben sie die Lichtbrechung in die Tiefe. Japanlack ist eigentlich, wie die Japaner so schön sagen, in Schichten abgelagerte Dunkelheit. Fässt sich unglaublich wundervoll an. Es wird immer härter, je älter es wird, aber wird nie spröde, bleibt immer weich. Es ist einfach ein unglaubliches Material. Ich höre mehr, wo ich schon war und wie es sich anhört und fühle mehr. Also man setzt eigentlich so ein bisschen die Ratio außer Kraft. Wie, sag's mal, wie ein Musiker, der am Anfang ja die Technik auch erstmal lernt, ganz klar und ganz rational. Aber wenn er gut spielen will, muss er irgendwann mal das Ganze vergessen. Und so ist es beim Urushi auch. Also man geht schon sehr in Resonanz mit diesem Material. Auch ärgerlich manchmal. Und dann tüftelt man und macht Experimente und weiß nicht, woher das Problem kommt. Und irgendwann ist das weg, aber man weiß auch nicht, warum es weg ist. Also es hat sein Geheimnis. Irgendwann mal rief Herr Achenbach von Lamy mich an und fragte, ob er mal vorbeikommen könnte. Sie würden sich für dieses Thema interessieren. Und das hat mich sehr fasziniert, weil Lamy ja auch sehr über die Form kommt und sehr zeitlos und klassische Formen macht. Und insofern war die Form eigentlich perfekt. Im Prinzip sind es Erbstücke von morgen. Und ich sage zu Kunden immer, sie besitzen dieses Stück nicht, sondern sie nehmen es sozusagen in Obhut und geben es an spätere Generationen weiter. Thank you.